Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Avonacho, herzlich willkommen in Simness to Die. Ich habe mir gerade noch was überlegt, dann habe ich das doch erst wieder verworfen. Und dann habe ich gesagt, ich frage euch einfach mal. Und zwar, was haltet ihr davon, wenn wir in der kommenden Staffel, also in Alpha 13, das laufende Zombies komplett ausschalten? Warum war das so eine kurze Überlegung von mir? So von den Filmen, die man so kennt, laufen Zombies ja generell nicht. Und ich hatte mir überlegt, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, weil klar, so geht man nicht nachts raus, aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, um eben auch nachts dann durch die Gegend zu laufen, rauszugehen und irgendwie Sachen zu machen. Ja, wie gesagt, so im ersten Moment habe ich mir das überlegt, dann habe ich das wieder verworfen und dann habe ich gedacht, fragst du einfach mal so deine Leute, die das hier so angucken. Ja, und das tue ich dann hiermit einfach mal. In dem Haus übrigens habe ich noch einen Mining-Helm gefunden, da haben wir jetzt mehr als genug von. Und wie ich dann nach Hause kam, ich bin von dort gekommen, da haben mich so ein paar Zombies erwartet und eine Krankenschwester hat mir noch einen Beaker mitgebracht. Haben wir dann jetzt auch mehr als genug von. So, die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Wo ist meine Map? Also. Bis dorthin waren wir gewesen. Ja, dann bin ich hier einmal so quer durchgelaufen halt. Wir könnten hier nochmal gucken. Das könnten wir nochmal tun. Oder, naja, wir können auf einen Weg quasi ein bisschen Leben mitbringen. Der Mining-Helm, den ich hier auf hatte, der war ganz schön am Ende. Also noch so zwei, drei Schläge und der wäre kaputt gewesen. Einer Glück gehabt. Ja, wollen wir mal gucken, was wir hier jetzt so Schönes haben. Na gut, bei der 13 müssen wir ja sowieso erstmal dann schauen, wie sich das Ganze so macht mit den ganzen Neuheiten, die da drin sind. Vielleicht ist ja mittlerweile dann auch schon draußen, dass ihr das ja gar nicht mehr zu sehen bekommt. Das ist natürlich auch möglich, aber man weiß es nicht. Von daher mal gucken. Also für November wäre dann jetzt wirklich mal sehr zeitig, wenn das wirklich so ist, dass die das November auf jeden Fall rausbringen wollten. Ich glaube, jetzt müsste ich mal ganz kurz mal einmal gucken, was wir denn heute für ein Datum haben. Was haben wir denn? Naja, 4 Tage hätten sie noch. Das ist ja nicht so viel. Bin ich ja mal gespannt. Wie gesagt, ich habe das da ein bisschen anders verstanden. Ich habe das so verstanden, dass sie die halt die Hintertür offen gelassen haben, dass halt gesagt haben, wie wär's, wenn du dich mit ihm ein bisschen klopfst? Da. Da geht er einfach durch. Ich will mich jetzt... Alter, geh mir vom Schiff, sonst mach ich dich, so leid es mir tut. So, dann gehen wir halt doch nochmal kurz nach Hause und bringen mal eben das Bärenfleisch weg. Ich wollte es ja nicht. Aber er wollte ja nicht weggehen. Ich weiß, ich rieche ein bisschen. So, jetzt schmeiße ich aber erstmal nur vorne in die Tür hin. Und dann ist auch gut. So, wo ist denn jetzt? Ach, da ist. Das kommt noch vorne beim Eingang. Da wird das mal eben einmal hingeschmissen. Und dann soll das schon reichen. Oh, ist das Kohle? Nee, ist es nicht. Die Formation habe ich hier noch gar nicht gesehen. Also ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern. Sagen wir es mal so. Aber dann heißt ja nichts. Das ist ja öfter mal der Fall. So, wo muss ich denn hin? Ach, da oben. Ist das alles weit weg? Noch ein Steinchen. Weil das Bärenfleisch jetzt die ganze Zeit mit mir rumschleppen, da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Und wo ich jetzt noch so nah am Hause bin, da geht das ja. Die könnte ich allerdings mal kurz nachladen. Habe ich schon, okay. Dann ist er gut. Warte einfach.
Warte einfach. Ach, da habe ich auch noch 30. Guck an. Wusste ich gar nicht. Wann hast du denn zu meckern? Dann komm halt her. So, was hast du mit? Nix. Ich wollte mal eben wohin. Und dann sollt ihr mir nicht ewig im Weg rumstehen. So, jetzt gehe ich aber wohin. Ich weiß nicht genau wohin, aber ich gehe jetzt halt mal wohin. Mal gucken, was da hinten so Schönes ist. Hätte ich die Friends jetzt eigentlich mitnehmen können, ne? Wenn wir irgendwo ein Häuschen finden, dass wir mal kurz dicht machen können. Naja, sind ja genug Bäume da. Ach, den hatten wir schon. Und naja, auch nicht so das dicke Ding. Aber 3 Schuss für einen Bären aus der Magnum ist natürlich auch nicht so wenig. Also noch ein Bär. Bleib mir vom Schlapp, ich will nicht schon wieder nach Hause laufen. Okay, gehe ich halt mal darum. Habt ihr gesehen, ne? So rechts. War er gewesen. Da müsst ihr gleich irgendwo auftauchen. Quasi direkt neben dem Haus irgendwo. Na, ist auch wurscht. Ah, da. Da ist er. Der kleine Vieh. Ja, da hinten einmal am Haus vorbei. Also auch nicht. Oh! Dankeschön. Das habe ich jetzt gebraucht, ja. Aber ganz dringend habe ich. Achso, ich brauche Stoff ja dafür. Das ist ja doof. Wo kriege ich jetzt den Stoff her? Wo ist denn hier Stoff? Ah, da ist Stoff. Alter, ist so langsam. Was hat man davon, wenn man nicht aufpasst? Dann kommt da so ein Blödsinn bei raus. Aber so ist das manchmal. So, 1, 2, 3 und 4. So, bis 4 zählen kann ich also schon mal. Das ist auch schon mal gut. Was ist denn das? Splint. Bitteschön. Dankeschön. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen laufen. Ich hätte ja auch mal entsprechenden Krams mitbringen können. Wieso sind denn jetzt plötzlich so viele Bären? So. Boah. Ich hätte da was für dich, guck mal. Und ich habe noch einen für dich. So. Jetzt soll aber reichen, mehr kriegst du nicht. Ha, hat sich nicht gelohnt. Ach, da müssen wir hin. Dann tun wir das doch mal. Ach, hört auf zum Meckern. Ich kann mich doch nicht immer mit euch beschäftigen. Ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun. So, Sachen suchen. Das ist ein... Oh, nee, doch nicht. Aber das hier können wir mitnehmen. Das ist so verkehrt ja nicht. Und von daher machen wir das mal. Das hier muss ich mir unbedingt wieder besorgen. Aber da brauche ich ja auch noch einmal in die Höhle reingehen. Da müsste eigentlich noch genug rumliegen. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Ansonsten, hier sind ein paar Steine kloppen. Ich glaube, da war auch Potassium drin, ne? Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Können wir eigentlich mal kurz nachgucken. Na nö. Ah, so geht. Der steht irgendwie gerade komisch. Okay. Wo ist denn so ein Steinchen? Gucken wir mal, ob wir Potassium drin haben. Es war ja früher zumindest mal, aber ich weiß nicht mehr, ob es jetzt noch drin ist. Ich habe Ewigkeiten schon keine Steine mehr gekloppt. Ja, schon ewig lang her. So. Nee. Das haben wir halt drin. Und da belohnt sich das ja schon fast gar nicht. Aber doch, wenn wir das Goldmittel brauchen, dann letztendlich doch wieder. Kennen wir die Häuser nicht? Na doch, kennen wir wohl schon. Oder
Ah, deswegen, verstehe. Und da wollte ich ja eigentlich in die Richtung. Das heißt, dahin. Einfach mal der Straße folgen. Die Häuser, die können mich jetzt mal gerade ein bisschen rechts und links liegen bleiben, das ist mir wurscht. In dem einen Tresor habe ich halt noch so einen Kram halt wieder gefunden, den ich dann in den Scrap umgewandelt habe. Und dann war gut. Hier sind eine Menge Häuser. Also wirklich was Besonderes war da nicht drin. Zumindest nichts, wo ich jetzt sage, hey, das brauchst du unbedingt. Hallo Harry. Auch schon lange keiner geschossen, aber brauche ich auch nicht. Jetzt haben wir ja genug. Ach, ich will da doch eh nicht rein. Geh mir weg. Kannst du dein Häuschen mal halten? Ich wollte da irgendwo hin. Ich habe jetzt gerade keine Lust, mich wieder mit Zombies rumzuprügeln. Die sollen halt mal wegbleiben. Genug geprügelt. In der letzten Zeit. Ja, ist ja gut. Naja, jetzt kann ich sowieso mal langsam mal trinken. Von daher geht das dann wieder. Und auf geht's. Das ist aber auch nicht wirklich was, ne? Nee. Hat sich nicht gelohnt. In der Bäume irgendwo war noch eine Straße, die da kreuzte, glaube ich. Ja, da ist eine. Das ist gut. Wo können wir denn da mal hin? Würde ich sagen, nach dort. Kennen wir noch nicht. Wäre also hier hoch. Dann machen wir das mal. Und da hätten wir auch, aber das ist jetzt mal relativ. Nur glaube ich nicht, dass das hier wieder, genau, das hier ist Burn Neu und Dingens gewesen. Von daher wird da jetzt nicht direkt wieder so weit kommen. Obwohl ich das auch schon mal gehabt habe. Dass da ziemlich kurz hintereinander diese ganzen Häuschen da nochmal waren. Mal sehen. Nur aber nicht doch. Ich muss hier halt durch. Und weil ihr mich immer davon abhalten wollt, gibt es halt einfach mal einen auf die Schnauze. So. Und halt um. Ah, weiter mal. So. Jetzt machen wir noch ein bisschen Krach. Fertig. Brauchen wir nicht. Okay. Ich finde halt immer schön, dass er was zu essen mitbringt. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt das Beste ist, aber hey. Macht auch satt. Irgendwann. Wenn man genug davon isst. Ah, ein Kartoffelchen. Brauchen wir nicht. Aber wir haben hier auch sonst nichts Anständiges. Und wenn wir denn mal denken, wir finden was Anständiges, dann ist da zumindest nichts Anständiges drin. So ein großer. Ich wollte mir eben, da habe ich mir gedacht, ich habe gesehen, ich kann auch Iron-Klamotten mittlerweile machen. Da habe ich gesagt, machst du dir mal. Weil erst hatte ich so off-scrap, weil hat mal gelernt. Und dann habe ich eben gesehen, ich kann auch Iron machen. Und dann stelle ich fest, ich habe immer noch kein Lederbuch. Das habe ich bis heute nicht gefunden. Auch lustig. Ich kann auch gar kein Leder machen. Natürlich auch ärgerlich, ne? So. Wirst du das wohl lassen? Immer diese Vorlauten. Ach, Schnorchi. Komm her. Bitteschön. Noch einer? Was kriegt denn ihr hier so rum? Hast einen Anschluss verpasst? Oder was? Ich gehe einfach mal weiter. Ich werde noch ein bisschen gucken. Wird allerdings dann schwierig. Vielleicht sollte ich mir einfach mal nur so ein bisschen Holz kloppen.
für den Fall, dass wir noch länger unterwegs sind. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ein paar Woodframes machen. Geht auch. Oh, können wir beides brauchen. Achso, ihr seht, ein paar Backeln habe ich mir noch gemacht. Eine Blechhütte. Da könnte auch was drin sein. Geh mir aus dem Weg. Du sollst mir... Wieso treffe ich dich nicht? Mach dich halt nicht so klein. Dann treffe ich dich auch besser. So. Mecker nicht. Ach, schon wieder so ein Blödsinn. Moment. Schon wieder so viele? So, jetzt darfst du. Nein, du darfst nur kommen. Also erscheinen. Den Knochen kriegst du gleich. Du bist nämlich auch so ein abgemagertes Ding. Hm. Mach halt so. Wir tauschen einfach mal einen Meter. Und hättest du wohl so gern. Hast du aber nicht. Und was bist du am Motzen? Ich dachte, ich hätte noch einen Schnorchel da unten gesehen. Nicht, dass ich mir auf den Kopf rumtrampel. Wird ja mal stinkig, wenn ich das mache. Wollen wir ja auch nicht. Ah, da bist du. So. Wieso höre ich hier Frösche? Ist hier irgendwo ein Fluss? Ich höre hier Frösche. Wieso? Jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie weg. So. Naja, eigentlich... Willst du mich ärgern, richtig? Sag ich doch. Und, hat's dir was genutzt? Hat es nicht. Was lernen wir daraus? Nächstes Mal lassen wir das. Siehst du? Ganz einfach. Ich höre schon wieder Frösche. Da muss irgendwo ein See sein. Ein Fässchen. Das nehmen wir doch mal mit. Damit können wir nichts anfangen. Aha. Gucken wir nochmal. Natürlich nicht. Das kann man aber stoppen. Oh, damit können wir immer weiter anfangen. Ach so, stimmt, ich hatte ja die Gläser an der Seite geräumt, deswegen wundere ich mich hier gerade schon so. So. Und auch nichts drin. Und, naja, fertig. Musik kommt halt weg. Jetzt können wir weitergehen. Wobei... Das können wir ja mal mitnehmen. So ein bisschen Holz. Also einfach nur, damit ich im Zweifelsfall halt ein paar Woodframes habe. Willst du mir sagen, ich höre wegen diesen kleinen Tümpel hier Frösche? Da passen aber nicht viele rein. Höchstens so ein paar hundert Kaulquappen. Nicht wahr? Oh, damit geht aber fix. Das ist schön. Gucken, ob wir noch ein paar Bäumchen finden. Können wir ja brauchen. Okay. Dann nehmen wir das auch mit. Wenn das so schnell geht, dann ist ja nichts gegen einzuwenden. Ah, guck mal da. Ich darf mal. Wir ja mal. Du musst dich natürlich gleich wieder angemacht fühlen, ne? Bitteschön. Warten. So. Und den nehmen wir auch noch mit. Wo es ja schon mal da rumliegt. Ich wollte eigentlich mal kurz was anderes gucken, Kollege. Und naja... Nervst du gerade? Na komm, ihr zwei beiden noch.
Oh, ich sehe ein Vogelnest. Das ist auch sehr schön. So, mach dich vom Acker. Nehmen wir mit, dann können wir es klappen. Ja, Müll. So, Müll und Müll und das und gut. Ja, meine Lieben, ich sehe schon wieder, die Zeit ist schon wieder rum. Das ist mal doof, ne? Aber mal so richtig. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, teilt es auf von Social Media. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bye-bye.